Herzlich willkommen bei Singen mit Kindern. Ich bin der Uwe und normalerweise gebe ich dir auf diesem Kanal Tipps, wie du mit Kindern singen kannst. Aber ich gebe zu, das ist im Moment wirklich nicht einfach. Schließlich dürfen wir jetzt gerade gar nicht mit Kindern singen. Es ist verboten, im Kindergarten, in der Schule, im Kinderchor, im Kindergottesdienst mit Kindern in der Gruppe zu singen. Da habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn du im Moment keinen Bock hast, dich mit Singetipps zu beschäftigen. Schließlich will man die Tipps ja auch gleich umsetzen und das ist im Moment ja nicht möglich. Aber es werden wieder andere Zeiten kommen. Vielleicht schon nach Ostern, vielleicht können wir dann wieder mit Kindern normal singen. Spätestens aber zum Sommer hin, denke ich, werden wir wieder so richtig mit Kindern singen können. Und das werden wir dann mit ganz besonderer Freude tun, sowohl wir Erwachsenen als auch die Kinder. Schließlich mussten wir so lange darauf verzichten. Was mache ich denn jetzt in dieser Zeit? In der Zeit, in der ich auch keine Konzerte geben kann für Kinder. Nun, ich habe zwei Projekte, die ich gerade vorbereite. Als erstes meinen dritten Online-Kurs, Singen im Kindergottesdienst. Ja, zur Kindergottesdienstarbeit gehören natürlich Singen unbedingt dazu, aber das sind ganz besondere Bedingungen, unter denen wir da singen und das ist nicht immer so einfach. Oft ist die Altersspanne einfach viel zu groß. Da gibt es 4-jährige Kinder und 12-jährige. Wie soll man das schaffen, die zu erreichen? Na, und viele Kinder finden Singen einfach auch schon doof und uncool. Vor allen Dingen dann die älteren Kinder. Was kann man denn da machen, dass sie wieder Spaß und Freude am Singen haben? Manchmal ist es auch so, dass einfach nur ein Mitarbeiter fehlt, der Gitarre spielen kann. Wie kann man sich denn da behelfen? Was kann man denn da tun? Muss man ganz aufs Singen verzichten? Und dann sind wir als Mitarbeiter oft auch natürlich einfach überfordert. Gerade wenn das Team nicht so groß ist. Schließlich müssen wir vor allen Dingen erstmal die biblische Geschichte vorbereiten. Dann müssen wir uns Spiele überlegen vielleicht und Bastelanregungen, die passend sind zu dem Thema. Und dann auch noch sich um Lieder kümmern? Wie soll das denn gehen? Ich schaffe das einfach nicht. Also in diesem Kurs werde ich dir viele Tipps geben, wie du mit Kindern singen kannst und ich werde dir vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von biblischen Liedern an die Hand geben, schon fertig vorbereitet, die du direkt einsetzen kannst im Kindergottesdienst und auch schon thematisch passende Lieder, die wirklich für dich ganz wertvoll sein werden. Und dann will ich dir auch zeigen, dass die Vorbereitung von Liedern die Vorbereitungszeit für deinen Kindergottesdienst insgesamt erleichtern kann und du viel schneller zum Ergebnis kommst. Wie soll das denn gehen? Ich denke, das macht die Sache nur noch komplizierter. Nein, das kann die Sache auch ziemlich vereinfachen. Warum das so ist und wie das geht, zeige ich dir in diesem Kurs. Du darfst gespannt sein. Veröffentlicht werden wird der am 15. April, also direkt nach den Osterferien. Und ich hoffe, dass wir dann wieder so richtig auch mit dem Kindergottesdienst loslegen können. Ja, und dann arbeite ich schon am übernächsten Projekt. Wolli Schlappohr und Willi Hütermann, zwei ziemlich beste Freunde. Hört sich das gut an? Was verbirgt sich dahinter? Es geht um einen ausgearbeiteten Entwurf für Kinderbibeltage zu dem Thema. 4 Tage sollen es sein, die da gefüllt werden thematisch und das Ganze schließt ab mit einem Familiengottesdienst am Sonntag. Du bekommst einen komplett ausgearbeiteten Entwurf, der auch schon in der Praxis sich bewährt hat. Wir haben ihn schon so durchgeführt beim Spring-Gemeinde-Ferienfestival. Das Besondere an diesem Entwurf ist, dass es sich vor allen Dingen an Kindergartenkinder richtet. Viele tun sich ja gerade mit dieser Altersgruppe ziemlich schwer. Ich zeige dir, wie dir das gelingen kann und biete dir einen guten Entwurf, der schon fertig vorbereitet ist, den du ganz einfach auch in die Praxis umsetzen kannst. Das kann man zum Beispiel tun als Kindergottesdienstreihe 4 Sonntage hintereinander oder im Kindergarten an jedem Vormittag einen dieser Tage und dann einen Abschluss am Sonntag mit einem Familiengottesdienst. Oder als Monatsthema für den Kindergarten. Da gibt es in jeder Woche einen Bibeltag und das Ganze schließt dann am Ende des Monats ab mit einem Familiengottesdienst, wo die Ergebnisse vorgestellt werden. Worum es genau geht und nähere Infos bekommst du noch. Erscheinen wird dieser Kurs Ende April. Du darfst schon gespannt sein. Ich hoffe, du bist dann dabei. Natürlich möchte ich auch weiter Videos produzieren, in denen ich dir Tipps gebe, wie du mit Kindern singen kannst. Aber da könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Was ist denn dein Problem beim Singen mit Kindern? Was macht dir Schwierigkeiten? Was fällt dir nicht so leicht? Wo könntest du meine Hilfe gebrauchen? Und vielleicht hast du auch Tipps und Themenanregungen für mich, die ich einmal behandeln sollte. Schreib das einfach unten in die Kommentare zum Video. Ich werde es dann aufnehmen, dir antworten und vielleicht entsteht dann schon bald ein Video dazu. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an info@uwelahl.de. Auf jeden Fall, ich bin für jede Hilfe dankbar, für jeden Tipp, den du mir geben kannst, was dich speziell beim Thema Singen mit Kindern interessiert. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Mach's gut. Tschüss, dein Uwe.